Wie oft passiert es uns, dass wir ergebnisoffen im Moment sind, nichts erwarten und dann anfangen, mit Menschen zu interagieren oder Dinge in unserem Leben anzupacken? Und wir haben keine Erwartungshaltung. Wir sind im Hier und Jetzt. Wir genießen das, was wir tun. Wir haben noch nichts und haben auch noch nichts verloren. Wir sind am Anfang einer Sache. Das kann ein Gespräch mit einem anderen Menschen sein, das kann eine sich anbahnende Beziehung mit einem guten Freund oder einer Frau oder wenn es eine Frau ist, einem Mann sein. Das kann die Beziehung zu Geschäftskollegen sein in einer neuen Firma. Das kann aber auch ein Projekt sein, was wir anpacken und im Rahmen des Projektes gehen wir mit den Menschen irgendwie um. Und wenn wir spontan und im Hier und Jetzt sind, dann haben wir die Möglichkeit, diese Dinge filterlos an uns ranzulassen. Dann haben wir die Möglichkeit, uns selbst zu öffnen, so wie wir wirklich sind und das zu zeigen, was wir wirklich in unserem tiefsten Innersten wollen für uns. Und sobald wir dann etwas erreicht haben oder ja, etwas zum Greifen haben, nehmen wir es und greifen uns es. Dann haben wir etwas. Und sobald wir etwas haben, wollen wir es nicht mehr verlieren. Das heißt, wir gehen dann so weit, dass wir dann in unseren Kopf gehen, anstatt im Hier und Jetzt spontan zu bleiben, gehen wir in unserem Kopf und denken plötzlich nach. Oh Gott, was wäre, wenn ich das jetzt, was ich jetzt habe, verlieren würde? Dann wird man unecht, spekuliert, zeigt nicht mehr das, was man wirklich will, sondern spielt nur darauf, das, was man hat, nicht mehr zu verlieren. Beispielsweise entzieht man sich dann der Situation, damit man das, was man gegriffen hat, behält und es nicht mehr verlieren kann. Wenn man die Interaktion weiterführen würde zum Beispiel oder ein Projekt, wo man einen gewissen Erfolg hatte, egal ob das auf ein materieller, ein spiritueller Erfolg oder irgendwas anderes ist, wenn man das dann einfach loslässt und sagt, ich habe jetzt meinen Erfolg gehabt, ich bin jetzt innerlich zufrieden, ich mache jetzt nicht mehr weiter. Ich gehe jetzt das Risiko nicht ein, etwas zu verlieren. Und das machen wir sehr häufig und wir erkennen nicht, dass dieses Verlieren eine Illusion ist. Wir haben nie etwas und werden auch nie etwas verlieren, weil alles ein großes Ganzes ist. Es gehört alles zu uns und es gehört auch alles nicht zu uns. Es ist also kein großer Act, aber unser Kopf sagt uns, wir haben jetzt etwas erreicht. Unser Ego wurde kurzzeitig befriedigt und wir wollen das nicht mehr loslassen. Oder, also wir wollen es nicht mehr loslassen und sind dann nicht mehr spontan und vermasseln es dann. Oder wir entziehen uns der Situation, weil wir das, was wir gegriffen haben, mitnehmen wollen. Als Ego-Boost, der dann im Kopf weiter arbeitet, ja, ich hab's ja geschafft und lieber jetzt weg als später. Und damit vermasseln wir uns dann, dass diese Geschichte weitergeht oder dass die Geschichte überhaupt erstmal intensiv wird. Egal, ob das, wie gesagt, zwischenmenschliche Beziehungen oder Projekte sind oder irgendetwas in der Art. Also ist ganz wichtig, es zu erkennen, dass wir meistens, sobald wir etwas haben, wollen wir es entweder nicht mehr loslassen oder lassen es zu schnell los. Je nachdem, wir sind also nicht mehr ergebnisoffen, wir sind nicht mehr im Hier und Jetzt und das vermasselt uns in beide Richtungen, zwischenmenschliche Beziehungen und Projekte, die wir in Angriff nehmen. Das dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.